Willkommen, hier geht es um einen Überblick über Lagerkennzahlen. Wir sind also in der Materialwirtschaft und auch hier will ich mal schauen, dass wir uns eine Eselsbrücke bauen können. Also Eselsbrücke, um sich den Rest, der jetzt kommt, zu merken, könnte sein, dass wir anfangen mit dem Begriff Lager, denn dieses Wort muss man verwenden. Wenn uns jemand fragt, sagen Sie mal, können Sie mal ein paar Lagerkennzahlen nennen, dann nehmen wir den Begriff Lager und dann merken wir uns einmal Bestand und das würde dann das Wort Lagerbestand bilden und zum Zweiten Mess. Ja, damit kommen wir zu Lagerbestands Kennzahlen. Kennzahlen haben wir hier schon geboten, ne? Bauen also jetzt nur noch das, was dazwischen. Lagerbestandskennzahlen und Lagermesszahlen. Ja, wenn wir also Bestand und Mess merken, können wir im Prinzip die wesentlichen Kennzahlen entwickeln. Fangen wir an mit Lager. Ich kürze ab, L für Lager. Bestandskennzahlen. Ist im Grunde nicht schwer, denn wir haben ja bestimmte Bestände, die wir auch schon aus anderen Berechnungen in der Materialwirtschaft kennen. Da gibt es zum Beispiel sowas wie den eisernen Bestand. Eiserner Bestand. Das ist eine Lagerkennzahl. Dann gibt es den Meldebestand. Ja, da, wo neu bestellt werden muss, wenn dieser Meldebestand erreicht ist. Dann gibt es einen Höchstbestand. Das ist ja logisch, ne? Das ist eine wichtige Kennzahl, dass man weiß, wie viel geht da maximal eigentlich rein. Oder mit welchem Höchstbestand rechnen wir. Dann gibt es, wie so oft in der Betriebswirtschaftslehre, einen optimalen Bestand. Und es gibt einen Durchschnittsbestand. Zum Beispiel Durchschnittslagerbestand im Monat oder im Jahr, bezogen auf einen Zeitraum also. So, damit haben wir im Prinzip schon ganz wesentliche Lagerbestandskennzahlen hier aufgelistet. Nehmen wir das zweite. Mess war unser zweites Wort. Kommen wir also zu Lagermesszahlen. Das folgt im Grunde dem Bestand. Ne? Das ist ja im Grunde eine Erfassung des Ist-Zustandes hier. So, jetzt wollen wir aber auch ein bisschen interpretieren. Wir wollen ein bisschen mehr wissen. Und da gibt es zum Beispiel die Lagerumschlagshäufigkeit. Wie oft wird das Lager umgeschlagen? Das heißt einmal komplett leer und wieder neu aufgebaut. Das ist die Lagerumschlagshäufigkeit. Wie oft passiert das im Jahr zum Beispiel? Ja, hier ist es oft also ein Zeitbezug, genauso wie hier Lagerdauer. Und Lagerdauer wird natürlich dann differenziert, zum Beispiel für das Produkt 1, ich nenne es P1, für P2. Und für P3 oder Rohstoff 1, Rohstoff 2, Rohstoff 3, egal, je nachdem, was gelagert wird. Und dann brauchen wir noch, und jetzt haben wir keinen Zeitbezug, ja doch, irgendwo schon, den Lagerzinssatz. Ja, damit wird kalkuliert, denn was auf dem Lager ist, ist ja für den Betriebswirt Opportunitätskosten. Das ist Geld, das gebunden ist und das muss berechnet werden und dafür setzt man an einen Lagerzinssatz. So, damit haben wir über diese beiden Äste schon sehr wesentliche Kennzahlen. Jetzt machen wir noch ein bisschen weiter. Wir nennen es auch einfach weitere Kennzahlen. Jetzt geht es ein bisschen weiter in unserer Betrachtung. Ich weiß keinen besseren Begriff, als es zu nennen weitere Kennzahlen. Und damit meine ich speziell den Lagernutzungsgrad. Ja, den Lagernutzungsgrad, zu wie viel Grad ist das Lager ausgenutzt? Wie viel Prozent freie Stellfläche haben wir? Na, das ergibt sich dann im Umkehrschluss. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Die Lieferzeit.
Zuverlässigkeit. Das hat mit dem Lager zu tun, geht aber schon wieder weiter, geht nämlich zu denen, die das Lager füttern, den Lieferanten. Ja, da brauchen wir die Kennzahl der Lieferzuverlässigkeit. Wenn also zum Beispiel wir haben noch 10 Teile von X auf Lager, wir brauchen aber 12. Wir gucken, wann kommt denn die nächste Lieferung, und dann brauchen wir eine Kennzahl, wie zuverlässig ist das denn? Ja, hier werden also die Lieferanten erfasst. Lieferantenkennzahlen sind das im weitesten Sinne. Geht es also um das Lager schon ein bisschen hinaus, aber über den Zusammenhang, der hier natürlich besteht, kann man das hier auch nennen als weitere Kennzahl. So, und das ist es schon. Ja, über diese beiden Worte, die man sich im Zusammenhang mit Lagerkennzahlen merkt, ja, Kennzahl ist schon da, Lager ist auch schon da, und man baut quasi diese beiden Begriffe hier dazwischen, also nach Lager und vor Kennzahl, und dann haben wir sie, die Lagerbestandskennzahlen und die Lagermesszahlen. Ja, und damit haben wir schon einen wesentlichen Teil der Antwort, die wir brauchen. Alles Gute, Marius Ebert. Möchten Sie die Mindmap aus diesem Video gratis bekommen? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video.